Mahlzeit, Freunde! Hallo, grüß euch! Servus! Wir sind heute wieder zu dritt unterwegs. Wir machen eine kleine Übernachtung da an der Traun. Ja, ein bekanntes Gesicht ist dabei, der Jörg. Und den Nico haben wir heute auch dabei. Er ist ein professioneller Wildnisführer und wird uns da heute ein bisschen was sagen. Und ja, wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend, gemütlichen Nachmittag ist erst einmal. Eigentlich ist er ja Motorsagenvertreter. Ja, genau. Wie das Logo da zufällig umhat. Das Fichtenmobil muss dabei sein. Ja, genau. Wir machen es jetzt heute ein bisschen leichter beim Feiermacher und beim Feierholz machen, haben wir gesagt. Genau, heute geht ja schon alles Akku betrieben. Kann man gleich so eine Akku-Motorsäge mitnehmen. Ja, nein, wie gesagt, wir bauen jetzt mal unser Lager auf und dann sehen wir uns wieder. Bis später. So, und obligatorisch bei uns, wer die erste Übernachtung mit mir macht, der Jörg weiß schon Bescheid, da gibt's was. Ja, haben wir schon. Was gibt's? Einen schönen Abenteuer-Wildnis-Badge. Genau, und ein paar handgestrickte Socken für die Übernachtung. Die sind und, übrigens vom Feinsten, ja. Ja, die sind vom Feinsten, meine Freundin, die ist des Handwerks mächtig. Danke nochmal, ja, an seine Gnädige. Genau, und die hat jetzt für Nico auch natürlich Socken gestrickt. Sehr cool. Für den Schlafsack, die kommen dann immer klein in den Packsack, rein vom Schlafsack. Und ob du das glaubst oder nicht, sie ist gestern auf die Nacht fertig geworden. Unglaublich, da freue ich mich für die ganze Zeit. Ich habe gesagt, letzte Woche, der Nico geht mit, da muss ich noch Socken machen. Ich sage, ja, du musst Gas geben. Genau, und die hole ich jetzt. Im Sommer brauchst du das vielleicht nicht. Im Sommer brauchst du das nicht so, aber das sind einmal die frisch gestrickt. Genau, für den Schlafsack eben und natürlich Team Abenteuer Wildnis Badge für den Rucksack. Dankeschön. Willkommen im Team. Wird gleich montiert. Wird gleich montiert. Passt. Hey, cool. Ja, bitte. Ja, die Silke, die arbeitet so einiges ab. Halleluja, da rieselt es aber. Da wird überall schon fleißig Feuerholz gemacht. Du stehst umeinander. Ich stehe umeinander. Normal ist das mein Hocken, das umeinander steht. Das hätten wir ja schon ein paar Mal gehabt. Ja, stimmt eben. Aber weil wir schon so oft gehabt haben, drehen wir heute einmal den Spieß um. Ja, dann. Prost. Weit mich. Und wir sind schon ziemlich weit. Wie seht ihr, Tab steht. Holz ist gemacht, Lagerfeuerstöß ist gemacht. Jetzt fehlt dann nur mal der Schlafplatz ein bisschen. Dann wird es gemütlich. Dann lassen wir es gemütlich werden. Ja. Unser Lagerbau ist jetzt zu 99% abgeschlossen. Jetzt geht es dann bald zum gemütlichen Teil. Jetzt schauen wir da mal unten an. Da wird heute der Nico schlafen. Ja, er hat sich da sein Tarp aufgebaut und drunter ordentlich Biwaksack und alles da, was man so braucht. Schaut sehr gemütlich aus. Es ist offen und doch geschlossen. Gefällt mir sehr gut der Aufbau. Und ja, ausgezeichnet, heute ist eh schönes Wetter zu erwarten. Von dem her top abgespannt. Optimal. Ja, da sitzen die zwei Könige. Und unter unserem Gruppentab, das haben wir auch schon eher so standardmäßig. Da ist unser Tab, da ist dann unsere kleine Lagerfeuerstelle. Und da dahinter haben wir noch so eine Plane, wo wir ein bisschen unser Zeug ablegen können. Da herüben ist unser Feuerholz sollte reichen. So, dann geht es da weiter. Da ist mein Zelt. Ich schlafe da in dem Grand Canyon Cordova. Es ist soweit auch alles vorbereitet. Mal da mal reinschauen. Drinnen der Defense 4. Ja, und man hat eigentlich sehr gut Platz drinnen. Und da geht es noch weiter. Da hinten hat sich der Jörg
platziert mit seinem neuen Zelt, das sehr groß und sehr geräumig ist, und das ist wirklich traumhaft. Oder ja, so ist unser Lagerplatz heute organisiert. Wir gehen nur einmal eine kleine Runde, da eben geht es los und das zieht sich dann bis davor. Wir sind so auf einem Plateau gut abgeschirmt, da geht es eigentlich ordentlich rauf, da ist kein Wanderweg und nichts, und da unten plätschert die Traun. Da werden wir sie auch mit unserem Wasserfilter das Wasser dann holen können. Ja. Und so schaut es da halt aus. Wir liegen auseinander, je nachdem wer wie viel schnarcht, sollte man dann hören oder nicht hören. Ja, jetzt machen wir sie einmal eine kleine Jausen. So, da, jetzt gibt es gleich wieder unsere obligatorische Depreziner-Partie. Heute müssen wir es ein bisschen mehr aufteilen, Jörg. Ich nehme immer 6 Würstel mit. Und ja, normalerweise ist es halt so, dass dann jeder 3 hat, aber heute hat nur jeder 2. Aber sorry, so ist das Leben. Das Essenstaschel ist ziemlich okay, wir werden nicht verhungern. Also. Der Nico, seins haben wir auch schon gesehen da hinten. Zeig einmal her schnell. Der ist ja auch da, selbst da auch minimalistisch unterwegs. Also, das war halt. Einmal einen Kühlschrank mit. Ja, das reicht eigentlich. Genau. Und ja, dann habe ich da hinten mein Zeug noch einmal da rumliegen. Da zoome ich schnell mal her. Ja, da ist auch noch Wackerlzeugs und was weiß ich was alles. Also genug. Verhungern werden wir nicht. Und jetzt gibt es dann einmal eine Würstelpartie. Machen das noch eine kleine Scouting-Tour. Da hinten sind vom Jörg Höhlen entdeckt worden. Da schauen wir jetzt schnell mal hin, da wer drin wohnt. Und ja, kleine Spaziergang nur noch die Würstel vor einem ganz gemütlichen Teil vom Lagerfeuer. Das schafft nicht. Da haben wir so einen kleinen Bau, aber es ist schon relativ. Schaut eher unbewohnt aus, weil er doch etwas zugeschüttet ist vom Laubau. Wir suchen noch irgendwo unter uns, sollten die Höhlen sein, aber wir finden es nicht. Schauen wir mal. Geht nämlich da hinten raus, sagen wir wieder. So, und da haben wir es jetzt auch schon gefunden. Ja, definitiv, es ist flach, aber ich sage jetzt einmal, kann man auf jeden Fall gut und sicher drunter nächtigen. Und das Interessante ist, die Höhle, die geht da um die Ecken. Und da kommt man wieder raus. Sehr spannend. So, unsere Tour war erfolgreich, würde ich sagen. Zumindest ein bisschen was haben wir gesehen und ein bisschen was haben wir gesehen und gefunden für mehr. Ja, jetzt wird es wirklich gemütlich, glaube ich. Langsam startet man dann das Lagerfeuer. Wie schaut es bei euch aus? Ja, hätte ich auch gesagt. Ist bereit? Ich bin voll. Sehr gut. Wer macht's? Ich. Freilich vor. Ja, passt. Alles klar. Bis später. Ja, jetzt ist es soweit. Die zwei Herren essen nur den Rest zusammen. Jörg, was gibt es bei dir zum Abendessen? Chili. Chili? Sehr vernünftig. Und Nico, was gibt es bei dir? Sweet Chili Reis. Und was hat es vorgegeben? Reis mit Hühnchen, ja. Und
Pilze. Was gibt es nachher? Reistag. Ja, ich habe schon gemerkt. Genau, ja. Also ihr seht, die Kamera, die schafft eigentlich jetzt da schon gar nichts mehr. In dem Sinne, sage ich dir mal gute Nacht. Wir werden noch ein bisschen sitzen bleiben. Natürlich. Wir schauen, du gehst dann ins Bett. Ja, ich gehe da wieder ins Bett. Psst, soll man nicht sagen. Und ja. Für euch schon mal gute Nacht und bis morgen in der Früh. Da bin ich um 5 Uhr wieder der Erste. Guten Morgen. Ja, wir haben da hinten schon unser kleines Feuerchen gemacht und jetzt werde ich die Jungs da mal interviewen, wie die Nacht denn so war. So, meine Herren. Morgen. Morgen. Wie war deine Nacht? Ja, sehr gut, muss ich sagen. Also ich bin schon lange nicht mehr so gut gelegen. Perfekt gerade, es war warm, ich war noch zudeckt mit Defense 4, also super gewesen. Okay, perfekt. Ja. Und du hast gut geschlafen? Ich habe anscheinend die ganzen wilden Tiere vertrieben, habe mich aber aus dem Biber gesagt dann rausgeschält, es war mir viel zu eng, aber auch dann mit dem Defense 4 zudeckt und war trotzdem angenehm warm und eigentlich eine gute Nacht. Ja, optimal, perfekt. Ja, ja, so gesehen. Wir haben halt da eben so geschlafen, das war unser Setup. Der Nico da und dann Tab bewährt, Didi Hammock hat dann einen Biber gesagt und eben in Defense vor. Und ja, der Jörg da hinten eben, ich muss jetzt nochmal googeln, ja, Ferret. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Passiert, wie immer, das ist sein eigenes Zelt. Macht einen extrem guten Eindruck. Coole Standflächen, Top-Abside, also. Zweite Nacht drinnen bin ich sehr zufrieden. Ja. Okay. Wir dürfen sogar rein in die heiligen Hallen. Machen wir halt einer. Ja, sieht man es dann wieder nicht. Aber wirklich sehr geräumig, macht einen spitzen Eindruck. Mein gleich mit Isomatten, Defense 4. Ja. Daneben habe ich schon völlig. Da bist du eigentlich immer auf der sicheren Seite. Wunderbar. Perfekt. Jawohl. Und eben in dem Grand Canyon Cadova ein Personenzelt. Es ist ja nur so ein Einbogenzelt, aber es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe schon mal Regennacht drinnen verbracht, hat auch dicht gehalten. Für Low Budget, Bushcraft-Zelt absolut empfehlenswert. Und jetzt werden wir uns noch ein bisschen wärmen, weil ich glaube, jetzt haben so 5, 6 Grad und dann trinken wir mal einen Kaffee. Die Wasserstelle aus bei uns da vom Lager ein paar Meter entfernt. Da muss man ein Stückchen runter gehen, aber dann ist man da direkt am Fluss. Der ist kristallklar und absolute traumhafte Landschaft. Ja, und wir haben eigentlich gar kein Wasser mit gehabt, sondern nur unseren Grail. Und mit dem Grail haben wir uns da regelmäßig das Wasser, das wir zum Trinken und fürs Kochen braucht haben, geholt. Ja, und jetzt drücke ich mir noch für den Heimweg nochmal eine Flasche voll und da seid ihr jetzt live dabei.
Ja, und das war's schon. So schnell haben wir 710 Milliliter Trinkwasser aufbereitet. Und in dem Sinn, die Wasserschlepperei hat endgültig ein Ende für mich. Für mich zählt nur mehr der Grail. Da kann ich mir wirklich im Prinzip dieses Wasser alles locker holen und im Prinzip unendlich. Also er schafft 250 Liter. Ja, da kommt man so einige Übernachtungen aus damit oder einige Tagestouren. Und ja, ist sicher einer meiner Top 5 Ausrüstungsgegenstände. Und jetzt gehen wir wieder zurück und schauen wir, wie weit wir zusammengekommen haben. So, wir sind jetzt fertig, wir haben unseren Platz wieder zusammengekommen. Das ist, glaube ich, alles sehr ordentlich verlassen worden, so wie wir es vorgefunden haben. Ich kann nur sagen, von meiner Seite aus, mir hat es total taugt. Wie schaut es bei euch aus? Sau gemütlich. Für mich auch super, das erste Mal in der Runde. Mir hat es extrem taugt. Okay, perfekt. Die erste Nacht ist da immer die allerbeste und die spannendste. Und er hat viel mitgenommen, vor allem für Sachen, die er sich zulegen muss. Er wird die nächste Gearpitcher. Oder ist schon ein bisschen eingegangen. Genau. Er war ja nicht schlecht ausgerüstet, muss man sagen. Er war top ausgerüstet, muss man echt sagen. Ja. Und genau. Er hat genug zum Essen mitgehabt. Ja, das hat sicher gelingen. Genau, ein bisschen Feintuning ist noch Optimierungsbedarf, aber man kann es immer verbessern, wie wir wissen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schaut mal bei mir auch vorbei am Instagram-Kanal. Genau. Outdoorfink. Da hat mich auch gefreut, wenn ihr ein Abo da lasst. Blende euch natürlich unten ein. Genau. Und das Gute. Und er ist noch im Aufbau. Er YouTube oder Instagram, er weiß es nicht. Mal schauen. Genau. Also, in Rückweg sparen wir sie. Den kennt ihr eh. Der ist wieder Herweg im Prinzip. Ja, in dem Sinne, tschüss, pfiat euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.